Willkommen zurück bei Dark Souls, liebe Freunde. Hier im Schrein von Amana, wo wir letzte Folge ja schon angefangen haben, schauen wir uns jetzt ein bisschen weiter um. Mal gucken, ob wir den Loot finden, den wir letzte Folge runtergeschossen haben. Ach ja, und den Monitor habe ich natürlich auch ausgemacht, also den zweiten, nicht den ersten. Ich möchte schon sehen, was ich spiele. Aber der zweite, wo hier Outer City läuft, den habe ich jetzt ausgemacht, denn der überstrahlt sonst hier das Bild, was ja relativ dunkel ist. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es hier wie bei der Hydra in Dark Souls 1, wo einfach mal, ja, hier ist einfach Ende. Und wenn wir da weitergehen würden, würden wir jetzt einfach absaufen. Die Vermutung hatte ich nämlich. Und wenn der zweite Monitor hier das Bild überstrahlt, dann sehe ich es nicht, weil einfach alles viel zu hell ist. Und jetzt erkenne ich hier die Abgründe. Hoffentlich. Sprach, Slash und ertrank jämmerlich. Wahrscheinlich. Oh Mann. Ja, gucken wir mal, ob wir hier irgendwie durch das Gebiet kommen. Wobei, neben Dunkelheit ist das hier die zweite Klamotte, die ich nicht mag in Dark Souls. So in Wasser wandeln und immer auf den Boden starren, dass man halt nicht irgendwo absäuft. Irgendwann kriegt man da einen Tunnelblick. Ja, das ist anscheinend der Loot, den wir runtergeschossen haben. Flammenschmetterling und Glitzern ist Titanit. Ja, haben wir da jetzt doch in den letzten Folgen schon einiges von gelootet. Können wir ja eventuell mal solche besonderen Sachen irgendwann aufwerten. Müssen wir mal schauen, aber ich glaube, ich benutze das hier nicht für die Armmanschetten. Irgendwie, der Effekt triggert super selten, habe ich das Gefühl. Oder ich kriege es einfach nur nicht mit. Na, da haben wir schon wieder so einen Lurki sitzen. Gucken wir doch mal, ob wir den einfach auch wegsnipern können. Ja, souveräner Two-Shot. Ach ja, er droppt auch noch was. Jetzt muss ich dann natürlich auch noch hinbalancieren. Aber das geht ja hier doch ganz gut. Blutungsserum. Ja, keine Ahnung. Klingt eher nach PvP als PvE. Beziehungsweise es gibt natürlich auch Gegner und Bosse, die blutungsempfindlich sind. Aber das haben wir natürlich alles noch nicht getestet. Beziehungsweise da gucke ich später dann meistens auch einmal immer kurz in die Wikis. Ansonsten kann man ja hier 500 Statuseffekte an den verschiedenen Bossen ausprobieren. So, dann ist der hier aber auch weg. Dann können wir ja fast schon hier das erste Gebäude entern. Wobei da rechts liegt irgendwas im Wasser. Ah, und auch ein Mob ist da auch noch am Start. Ja, gucken wir doch erstmal, ob wir den erstmal wieder wegsnipern können. Das ist ein Krug oder so. Ja, der macht auch die Geräusche wie hier im Schattenwald, dieses hämische Grinsen oder Lachen oder was weiß ich, was das für ein Sound ist. Das sind dann wahrscheinlich wieder Fluchkrüge. So, und warum haben wir das Ganze jetzt gemacht? Wir hätten ja einfach auch durch die Tür gehen können. Ach, hier ist eine Kiste. Verstehe, ist es denn eine Mimik? Nee. Ja, dann können wir die ja looten und uns mal einkisten. Hier wären wir auch so rausgekommen. Da geht der Weg nämlich weiter anscheinend. Da hinten sind wieder diese, wie hießen die, Drakensang-Typen? Rotes Wasser. Mein Gott, es gibt so viele Items hier in diesem Spiel. Unglaublich. Da müssen wir uns alles nochmal in Ruhe irgendwann angucken. Und auch erstmal ein Gefühl dafür kriegen, was es hier alles gibt. Das ist definitiv mehr als im ersten Teil irgendwie. Ja, da kommen wir anscheinend raus, wenn wir hier durch die Hütte gehen. Dann gucken wir doch mal rein, wer hier drin los ist. Tod, Gedeih und Verderben. Nö, da sitzt jemand. Eine Jungfrau in Nöten. Na dann, wer bist du denn? Achso, der Gesang ist auch weg. Hast du hier gesungen? We knew you were coming. And stop singing. Ja, mal gucken, ob ich die für ein Foto hier irgendwie draufkriege. We are Milfinito. We are here to sing to those bound by death and dark. We will sing here forever. As we always have, from long, long ago. We know nothing of the world outside. And why should we? For we will never leave. Do you seek King Vendrick? But what is a king, after all? We know nothing of the world outside. For we will never leave here.
When we sing, the little ones dance. The little ones grant comfort to those who bear death and dark. This is what we were taught. Is there anything wrong? Perhaps this will help. Glatter, seidiger Stein. That we can do. When we sing, the little ones dance. Ja, gut, das hattest du ja schon, aber ich habe noch nicht so ganz gecheckt, wen du mit die Kleinen meinst. Keine Ahnung. Das habe ich noch nicht ganz gecheckt, ob die jetzt hier die Mobs meint, die Fireflies oder ganz was anderes. Weil sonst haben wir hier auch noch nichts Kleines irgendwie gesehen. Wobei die Bezeichnung Little Ones würde ich jetzt eher so für Kinder normalerweise nehmen. Aber Kinder haben wir hier auch noch nicht gesehen. Ja, müssen wir mal die Augen offen halten, was die gute, wie hieß sie, Milfanito hier genau meint. Na, ja, hier ist einfach schon wieder alles voll mit den Lurkern, so wie es aussieht. Da gucken ja die ganzen Köpfe schon raus. Ist die Frage, ob wir die einfach alle wegsnipern sollen oder ob die eigentlich überhaupt nicht triggern. So, gucken wir mal, dass wir hier ein Stück weiter vorkommen. Hier haben wir ja noch Deckung von diesem Ding hier. Dann können wir hier mal weiter snipern. Oh, da hinten liegt auch Loot. Hier liegt überall Loot. Alter Schwede, ey. Na, das wird ja spaßig, das alles einzusammeln. So, dann sind die beiden da aber auch schon mal weg. Ah, der droppt auch noch was. Natürlich tief da im Tümpel. Na, super. Also, da haben wir drei von diesen Drakensang-Mopeds. Gucken wir doch mal, ob wir die auch eventuell wegsnipern können. Denn drei Stück gleichzeitig möchte ich auch nicht bekämpfen. Ja, ist aber auch ein 3-Hit. Das geht noch. Ach, da sind auch noch Lurkis. Alter Schwede, das ist ja hier rappelvoll, das Gebiet. Oh, nicht getroffen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ui. Ui, ui, ui. Robin Slesser zugeschlagen. Unglaublich, ey. Im letzten Moment doch noch erwischt. Ja, komm, machen wir den da erstmal. Ja, die Framerate bricht gerade mal kräftig ein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch im Video seht. YouTube kann ja nur 30 FPS darstellen. Maximal. Und eigentlich sollte es hier 60 sein, aber das ist weit, weit runter, wenn ich hier gerade sniper. Also eher schon Dia-Show. Keine Ahnung, ob das YouTube dann auch korrigiert oder so. Unschön, unschön, dass sie das nicht in den Griff kriegen. Also wahrscheinlich ist es ja auch nicht mehr nötig, denn PS4 ist ja schon da. Habe ich ja auch hier zu Hause stehen. Aber leider gibt es ja noch kein Next-Gen Dark Souls oder überhaupt eigentlich einen interessanten Konsolentitel. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis wir mal was von der PS4 spielen können. Aber ich hoffe einfach mal, dass da irgendwas kommt. Und wie gesagt, über Dark Souls 2 oder auch vielleicht Demon's Souls 2, wo die Rechte ja exklusiv bei Sony liegen. Deswegen gibt es ja da keinen Nachfolger. Würde ich mich für die PS4 natürlich auch freuen wie Schnitzel. Ach, da ist noch so ein Moped. Mal gucken, vielleicht portieren sie es ja irgendwann nochmal. Das würde ich mir dann definitiv auch nochmal holen. Dann können wir es nämlich auf der PS4 spielen. Die Konsole an sich ist schon ziemlich cool. Das Pad liegt besser in der Hand als das alte. Rockt schon das Ding. Aber wie gesagt, Spielerauswahl ist halt noch nicht so groß. So, dann haben wir noch so ein Moped, ey. Ist ja unglaublich, wie viele hier einfach mal drin sind, in diesem komischen Tümpel. Na ja, gut, immerhin 300 Seelen. Und ein Pfeil kostet mich 10, oder? Also 20 gebe ich aus und kriege 280 Gewinn. Naja, oder kosten... Ja doch, ich glaube, die Eisenpfeile, die ich nutze, kosten 10, ne? Die anderen kleinen kosten 1. Naja, ist auch egal. So, looten wir erstmal das Ding hier. Erzdraken hießen sie, nicht Drakensang. Erzdraken. So. Jetzt sehe ich aber hier nichts mehr auf der Seite. Unglaublich, sei. Ach, da ist noch so ein Mopedmann. Ach, und dahinter ist auch anscheinend eine Kiste, so wie es aussieht. Sehe ich ja den Deckel so halb im Wasser.
Können wir ja mal... Ja, das ist eine Kiste. Gucken, ob das eine Mimik ist. Nö, ist es aber nicht. Ja gut, dann können wir ja mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen, ohne abzusaufen. Boah, hier ist die Kante. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Auf jeden Fall ist links Abgrund. So, eine Falle ist es auch nicht. Dann können wir uns mal das Drachenamulett hier einkisten. Ja super, das hat sich auch schon wieder bombig gelohnt. Alter Schwede, ey. Also, das ist auch so ein minimaler Kritikpunkt, wenn ich den so äußern kann, darf. Irgendwie der Loot abseits des Weges ist meistens so schlecht, dass es sich irgendwie überhaupt nicht lohnt, dahin zu gehen. Ist so mein Eindruck. Naja, egal. Hier haben wir noch mehr Lurkis und Kampfpilze und da hinten ist eine Nebelwand. Wobei... Ja, ich sehe jetzt nicht exakt, wie viel wir aufgenommen haben, stelle ich gerade fest, weil ich natürlich den Monitor aus habe und auch die Outer City-Spur nicht sehe. Ich, keine Ahnung, ich sag mal einfach mal hier so 5-6 Minuten werden wir bestimmt nicht sofort den ersten Boss hier in dem Gebiet haben, oder? Das würde mich wundern, weil angeblich sollen ja hier ein Schrein von Amana 4 Leuchtfeuer sein. Haben wir ja schon letzte Folge festgestellt, dass es ein größeres Gebiet ist. Deswegen glaube ich nicht, dass da schon der nächste Boss ist, aber hier haben wir schon die nächste Kiste. Natürlich auch bewacht von diesen Glühwürmchen-Lurkern. So, aber die haben wir jetzt auch aus dem Weg geräumt. Jetzt können wir mal gucken, ob da Ruhe drin ist. Ja, das sieht jetzt ruhig aus. Dann können wir ja mal gucken, ob das eine Mimik ist. Nö, ist es aber nicht. Ja dann. Was haben wir denn hier Schönes drin? Keine Falle, das ist auch schon mal gut. Glitzerndes Titanit und noch so ein glatter, seidiger Tausch-mich-ein-Stein. Das müssen wir mal irgendwann da im Nest, im Dazwischengebiet irgendwann mal alles eintauschen. So lange hebe ich die einfach alle mal auf. Ja, Boss-Time oder nicht? Ja komm, ich mache jetzt einfach mal keine Boss-Time. Ich glaube einfach, das ist normaler Weg, oder? Oder was glaubt ihr? Nee, ach, das ist ein normaler Weg, komm. Augen zu und durch, Schluss aus und vorbei. Ja, die Boss-Time ist N2. Naja, keine halt, wie ich schon vermutet habe. Aber da vorne ist ein Leuchtfeuer, so wie es aussieht. Ja, das ist ein Leuchtfeuer. Alter, da hinten ist Loot. Was ist das? Ist das eine Statue oder ist das ein Mob? Den kenne ich nicht so wirklich. Ja, gucken wir doch einfach mal, ob wir da irgendwie zu dem Leuchtfeuer da kommen. Ach, das ist ein Mob, der fängt da auch schon an rumzuknattern. Alter, und wie weit der knattert, was ist das denn? Das möchte ich auch bitte können. Mit GPS und einkalibriert von Stealth-Bombern. Ja, ist klar, Alter. Ey, guckt euch das an, das ist doch Cheaten. Wie macht denn der das bitte? Und der knattert immer noch. Na, jetzt hat er aufgehört. So, dann mache ich mich mal ganz kurz voll und dann packe ich hier mal meine GPS-Pfeile aus. Mal gucken, ob ich dich treffe. Wahrscheinlich nicht. Ah, doch. Ah, aber ganz knapp nur. Also ein bisschen weiter und ich würde nicht mehr treffen. Alter, wie er einfach hier noch rumschießt. Jawohl, der Mob ist schon 5 Minuten tot und das Ding trifft mich immer noch, weil es einfach mal 2 Stunden unterwegs ist. Unglaublich, ey. Was sind das denn für Kackmobs? Homing Soul GPS-Pfeile. Und wenn ich wieder Zauberer spiele, dann komme ich damit keine 10 Meter weit. So, machen wir hier mal den Lurki noch weg. Alter, was war das denn? Headshot? Oder Proc von dem... Armschienen, die ich trage, das könnte auch sein. Wobei ich nicht weiß, ob die auch auf Bogen sich auswirken. Oder ob das nur für Nahkampf gedacht ist. Alter, habt ihr das gesehen? Um die Ecke, das sind wirklich Homing Soul Dinger, Moped Geschosse. Ey, geh mir doch weg. Machen wir erstmal hier das Ding an. Jetzt ist die Frage, ja komm, wir resten. Denn der Bogen war ja schon auf halbe Haltbarkeit. Auch ein schöner Satz mal wieder. Hups, jetzt bin ich ans Kabel gekommen. Halbe Haltbarkeit. Ja, machen wir das Moped hier mal weg. So, jetzt haben wir dann natürlich auch wieder die Rumknatterer. Die müssen wir jetzt natürlich gleich auch nochmal wegsnipern. Ah,
Alter Schwede, ey. Also ich weiß nicht, ob mir das Gebiet nicht tendenziell noch schlechter gefällt als hier Schandstadt 2.0. Weil ohne verrosteten Eisenring ist man hier eh schon langsam wie eine Tonne. Und dann muss man hier noch gucken, wo man lang balanciert, weil überall links und rechts Löcher sind und man absäuft. Auch nicht so schön. Ja, plus hier halt die Mobs, die drin stehen. Alle unter Wasser oder Sniper wie bekloppert rum. Ja, super, da hinten ist auch noch Loot. Gucken wir erstmal, ob wir den anderen nochmal fix wegsnipern können. Den wir gerade schon vom Anfang hier gemacht haben. Der ist jetzt ja auch wieder da. Weil wir ja am Leuchtfeuer waren. Ja gut, 421 Pfeile. Das sollte ausreichen, wenn das Gebiet nicht noch 500 Kilometer lang ist. Ansonsten müssen wir tatsächlich irgendwann nochmal Pfeile nachkaufen, weil wir ja hier... Haben wir diese Folge schon mal einen Mob mit dem Schwert kaputt gemacht? Nee, oder? Ja, Premiere. Einfach mal tatsächlich eine Folge nur Robin Slash. So, da ist rechts Ende. Ja, jetzt ist die Frage, wo geht's denn hier weiter lang? Ach so, was ist denn da so rot? Das hat das Leuchtfeuer? Ja, könnte sein, ne? Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, der Leuchtfeuerraum. Gut. Da geht's, glaube ich, so regulär irgendwie lang. Das ist so ein halbes Kolosseum hier. Ja, und sorry, dass ich hier immer auf den Boden gucken muss. Ich meine, da seht ihr nicht viel von der Umgebung, aber ich kann ja auch nicht wie Hans Cookie in die Luft mit der Kamera nach oben durch die Gegend laufen, sonst falle ich hier einfach ins Wasser. Das geht gerade mal nicht. Sorry. Ach, da ist auch noch so ein Moped-Mann. Ja, komm, geh mal weg. Na, da rechts ist auch noch einer. Oh, 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 das wird hier aber ganz schön eng. Das wird hier aber ganz schön eng. Kommt man hier vorbei? Ja, anscheinend. Aber nur ganz, ganz knapp, ey. So. Wir machen den Weg frei. Da ist nix. Wäre natürlich auch noch eine coole Falle. Kommt einfach mal eine Kugel von links, rollt dich platt nach rechts. So. Und du säufst da in diesem Loch ab. Zuzutrauen wäre es dem Spiel, sonst wäre es ja nicht Dark Souls. Aber da sieht hier alles noch ruhig aus. Zum Glück. Zum Glück! Ja, da haben wir Loot. Ja, da kommen wir... Ist das hier ein Loch? Nee. Sieht auf den ersten Blick aus, als ob es ein Loch ist, aber... Wir kommen hier... Irgendwo wieder zu befestigten Weg. Feuersamen. Ja gut, mittlerweile brauchen wir den nicht... Ach, da ist noch so ein Moped-Vieh, aber das guckt genau in die andere Richtung. Das heißt, wir könnten eventuell mal von hinten ran springen, sprinten und ihn dann ins Kreuz springen und laut schreien. Ja, hier ist auch sonst nichts, so wie es aussieht. Dann können wir den Plan ja mal, glaube ich, wirklich in die Tat umsetzen. Machen wir das doch einfach mal. Ach, er dreht sich um. Ja, hör mal bitte auf damit. Ach, da ist auch noch ein Weg. Alter! Da höre ich schon wieder irgendwelche Homing Soul Knattermassen. Alter, wie weit die schießen. Was die für eine Agro-Range haben. Nein, ach, jetzt habe ich mich verdrückt, ey. Sch, 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 sch. Ne, ihr wisst, was ich sagen wollte. Aber in einem, jugendfreien Let's Play nicht sagen darf. Oh, Mann. Ja, einfach mal eine Flammenschneise verschwendet. Oh, Mann. Ja, schon wieder um die Kante gezirkelt. Das ist unglaublich mit den Dingern. Ich hoffe mal, wenn ich Zauberer spiele, dass meine Spells hier auch so sind. Aber wie gesagt, ich befürchte einfach mal nicht. Naja, ich glaube, das wäre der reguläre Weg, glaube ich, gewesen, dass da hinten irgendwo das Leuchtfeuer ist oder so. So, jetzt gucken wir da aber mal. Lebt er da noch? Oder ist er tot? Ob wir da irgendwie hier rüberkommen. Und wo uns das hier hinführt. Da hinten sieht es ja so aus, als ob da irgendwelche Wurzel so einen Durchgang kaschieren wollen. Eventuell kommen wir da ja durch. Ja, hier ist auch anscheinend noch begehbar. So, kriegen wir das weg. Ja.
Und da haben wir eine Tür. Naja, dann gucken wir doch mal hier rein. Verschlossen. Ja gut, dann gucken wir jetzt da nicht rein. Dann später. So. Müssen wir uns wieder auf den Zettel schreiben, dass wir hier irgendwie eine komische Tür haben. Brauchen wir halt irgendeinen Schlüssel für. Gut. Ja, dann gehen wir doch mal zurück zu der Stelle, wo wir hier abgebogen sind. Wo war das denn? Da mussten wir hier irgendwie da in diesen Zwischengang hier wieder rein, ne? Komm ich hier hoch? Ja, komm ich. Und dann hier bitte rum. Genau, hier haben wir gelootet und hier sind wir abgebogen. Ich wollte ja hier nochmal ein bisschen weitergehen. Weil da hinten lag ja auch noch irgendwo Loot. Da haben wir ja gerade schon gesehen. Ja, rechts ist Abgrund. Ich weiß nicht, ob das im Video zu erkennen ist. Das ist ja immer noch ein bisschen dunkler als das, was ich jetzt hier sehe. Aber wie gesagt, das ist jetzt so zwei Schritte nach rechts und plupp tot. Ach du Scheiße. Ja, da haben wir die nächste Hütte und da vorne war so eine Ogre-Moped-Mann. Na super. Ja, dann machen wir doch einfach mal wieder Plan B mit Gift, ne? Gucken wir mal, ob wir den eventuell platt kriegen. Beziehungsweise, ob der giftigbar ist. Ah, hier ist eine Wand. Eine unsichtbare. So, mal ein bisschen Abstand gewinnen. Nicht, dass der uns hier runterkegelt, aber der resettet hier. Dann können wir ja doch nochmal die restlichen Giftpfeile drauf dödeln. Ja, Gift tickt. Wunderbar. Dann darfst du auch resetten. Ach, er kommt nochmal gucken. Ja, dann schießen wir mit normalen Pfeilen. Ne, aber der resettet hier wirklich. Na, es ist gut. Das ist gut. Dann kann man den ja hier völlig gefahrlos wegsnipern. Und der droppt sogar was. So, gucken wir mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Ja, sieht hier auch alles ruhig aus. Alltägliche Frucht. So, der da liegt, den hatten wir, glaube ich, schon weggesnipert, würde ich mal behaupten, weil sonst waren wir ja hier noch nicht. Haben wir uns schon wieder ein ganzes Stück nach vorne getastet. Jetzt ist die Frage, ob man da auch so rüberkommt, aber gehen wir erstmal hier, glaube ich, weiter lang. Ja, immer schön hier am Rand entlang, dass wir die Schlucht immer noch sehen. Wobei, wenn jetzt einfach vor mir was wäre, würde ich ja, glaube ich, einfach reinfallen, weil ich einfach so nach rechts starre. Oh Mann, ey. Weil ich halt irgendwie nicht den kompletten Bildschirm absuchen kann mit einem Blick. Ich hoffe einfach mal, dass die Entwickler nicht so fies sind und jetzt vor mir einfach auch noch ein Loch machen. Ist das da hinten auch wieder ein Mob oder was? Ich weiß es nicht. Ja, das sieht aus wie ein Mob. Dann können wir den ja eventuell auch nochmal wegsnipern, bevor der hier wieder anfängt rumzuknattern. Ja gut, treffen tue ich ihn noch, aber schon im Abschwung. Oder in der, ne? In der ballistischen Flugkurve nach unten. Also nicht mehr mit der vollen Wucht. Ja, keine Ahnung, wo wir überhaupt hingehen. Ey, ob das so sinnvoll ist, liebe Freunde. Ich weiß es nicht. Aber da hinten ist Loot, also ja, komm, ach, da hinten ist auch eine Nebelwand. Oh je, oh je. Ja, das könnte jetzt wiederum ein Boss sein. Wo geht's denn hier hin? Hier wird's auf einmal wieder riesig breit. Ja, anscheinend kommen wir hier auch weiter. Ja, anscheinend. Ja, und da kommen wir dann wahrscheinlich zu dem Haus irgendwie, wenn da jetzt nicht doch noch ein Loch ist oder so. Aber wir wollten ja erstmal da hinten zu dem Loop gucken. Da ziehen wir jetzt auch einmal durch. So. Wo ist der Rand? Ach, da ist noch ein Mob. Oh, links ist ein Loch, sehe ich gerade. Links kommt man gar nicht an der Säule vorbei. Ziemlich scheiße. Ja, toll. Im Nahkampf sind sie auch ein One-Hit. Also die Mobs können eigentlich auch nichts. Ja, also hier kommt man an der Säule nicht links vorbei. Da würde man abstürzen. Ach, da ist noch so ein Knatterkönig. Ja, aber der trifft die Säule. Das ist schon mal nicht ganz falsch. Aber wir müssen, glaube ich, ja, wir müssen ein Stück nach rechts. Oh, jetzt habe ich Angst, hier ins Wasser zu fallen.
Ja, komm, ist egal. Triff mich halt nämlich gleich in Estus, aber ich muss dich mal ganz fix wegsnipern, sonst nimmt das hier nie ein Ende. So. Estus. Mob down, slash fast voll, alles toll. Und was sich reimt, ist gut. So, jetzt nur bitte hier nicht abstürzen, ey. Ich hab keinen Bock, den ganzen Scheiß nochmal zu machen. Oh, hier wird's... Oh, hier kommt man rechts nicht vorbei, hier muss man links vorbei. Ja, hier kann man, glaube ich, links vorbei. Wobei rechts auch gehen würde, aber da ist wesentlich weniger Platz. Alter Schwede, ey. Was ein Drahtseilakt. Da ist der Mob, den wir abgeschossen haben. Da liegt Loot. Loot, ich komme! So. Estus-Flakonscherbe. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir damit machen können, weil angeblich haben wir ja das Maximum. Bin ich ja mal gespannt. Eventuell für den nächsten Durchgang sofort. Und da haben wir eine Kiste. Boah, wenn das eine Mimik ist, dann ist hier aber Polen offen. Nee. Glücklicherweise nicht. Sonnenlichtschwert. Irgendein Zauber. Ja, klingt so wie so ein Weapon Buff. Halt wie Crystal Magic Weapon. Sowas halt nur mit Sonnenlichtenergie. Mit Sonnenlicht, ja, Solarzellen quasi. Damit tackert man sich Solarzellen aufs Schwert, damit die Sonnenlichtenergie absorbiert. Oh Mann, ey. Ja, müssen wir uns auch anschauen, aber erstmal möchte ich hier aus diesem unsäglichen Gebiet bitte weg. Hab schon jetzt gerade kurz überlegt, ob ich einen Heimatknochen nehme, aber dummerweise respawnen dann ja die ganzen Mopeds. Während natürlich wieder unsere Waffenhaltbarkeit und Estus nicht aufgefrischt werden. Also, das finde ich immer noch unlogisch. Aber na gut, irgendwas wird sich FromSoft dabei bestimmt gedacht haben. Ja, super Nebelwand, ole ole. Vor allem, wenn man den Boss dann nicht First Try schafft. Ja, dann aber viel Spaß hier beim Laufen, jedes Mal. Und wahrscheinlich ist es dann auch so ein Hardcore-Boss-Brocken, wo du 15 Tries brauchst. Oh Gott, ey. So, kommen wir jetzt hier irgendwie rüber? Wo sind wir eigentlich hergekommen? Ich habe keine Ahnung, wo wir hergekommen sind. Wir sind doch an so einer Säulenwand entlang, aber ich sehe die Säulenwand nicht. Ach, ist das... Nee, das ist aber auch nicht die Säule, wo wir hergekommen sind. Da waren doch irgendwelche Wände dazwischen. Ach da, ui, ich habe die Wand wieder gefunden. So, jetzt können wir ja mal gucken, ob wir da eventuell auf den anderen Weg stoßen können. Da sind Plattformen, das heißt, da hätten wir eventuell auch lang gehen können. Ja, hier liegt ein toter Mob. Das ist schon mal nicht ganz falsch. Ja, jetzt, das wäre hier, glaube ich, der reguläre Weg, wenn wir da nicht lang balancieren wollen, wa? Ja, da liegt auch der Mob. Das heißt... Ja, und da waren wir. Und hinter dem Ding müsste dann irgendwo auch schon das Leuchtfeuer sein, ne? Da hinten. Ja, also das heißt, wenn man hier außen, also diesen Weg hier lang geht, den wir jetzt hier zuletzt gegangen sind, muss man nicht so balancieren, weil hier das doch ein bisschen offensichtlicher ist. Dann haben wir halt dummerweise oder glücklicherweise nur den, naja, etwas versteckteren Weg zum Loot genommen. Ja, da hinten muss das Leuchtfeuer irgendwo sein. Ja, da, genau, da sieht man es ja auch schon hell leuchten. Gut, also ist das hier der, ich nenne es jetzt mal offizielle Weg oder zumindest der einfachere Weg, wo man halt nicht so viel balancieren muss. Ja gut, und der Weg zu der Tür hier, die ja verschlossen ist, das müssen wir uns mal merken. Also nach dem zweiten Leuchtfeuer irgendwo links abbiegen. Da ist dann noch die Tür. So, jetzt müssen wir mal, ich glaube, darüber. Dann können wir uns da das Haus nochmal anschauen. Wobei, liebe Freunde, wir müssen, glaube ich, auch gleich Schluss machen. Ich sehe es leider jetzt nicht exakt, wie lange wir diese Folge haben. Weil ich, den... Cool. Headshot oder schon wieder Proc von dem Armband? Weil ich halt nicht sehe auf Audacity, wie lang die Audiospur schon ist. Von... Oder Audacity. Keine Ahnung. Audacity, Audacity, wie immer das komische... Audio-Tool heißt, womit ich meine Stimme aufnehmen tue. So, haben wir hier noch was?
Auch wieder eine Kiste wie beim letzten Häuschen, oder was? Ist das ein Fass oder ist das ein Krug oder ist das ein Stein? Der kennt man hier nicht so richtig. Oh, da ist aber schon mal wieder so ein Mob. Den können wir ja nochmal kurz wegsnipern. Ja, ich glaube aber eher, das ist ein Stein. Ja gut, geht auch nicht kaputt. Stein beugt sich nicht gegenüber Pfeil. Stein hat gewonnen. Ach, du Scheiße. Ja, da haben wir schon wieder eine ganze Drakensang-Moped-Armee. Ach, die hießen nicht Drakensang. Wie hießen die denn jetzt? Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ach, keine Ahnung. Für mich heißen die Drakensang. Erzdraken oder so? Ich weiß es nicht. Ja, ist auch ein Mob, wobei die vom seitlichen Profil echt aussehen wie irgendwelche komischen Statuen. Ziemlich komisch. Ach, da ist noch so ein Moped. Ja komm, das machen wir dann auch noch direkt weg. Dann gehen wir da ins Haus und machen da auch Schluss für heute, würde ich sagen. Gucken wir uns die Nebelwand und was dahinter ist und pipapo morgen an. Ja, ja, ja. Ja, und er trifft natürlich auch noch. Unglaublich. Gut, gucken wir nochmal kurz hier in die Hütte. Was wir denn hier drin haben? Nix. Loot. Und ein Samsein. Ach du Scheiße. Ja, das ist ja dann schon verdächtig, Boss-Time. So, jetzt nehmen wir uns erstmal den Loot und gucken noch fix, wer das ist. Und ansonsten sage ich schon mal, große Seele, alter Schimmer, dein Lebenstein. Morgen 16 Uhr machen wir hier weiter im Schrein von Amana. Auch wenn die Folge nicht so super spannend war. Mutige Felicia. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und morgen 16 Uhr, wie gesagt, geht's dann hier weiter. Hoffentlich ein bisschen spannender als diese Folge. Tut mir auch irgendwie leid, dass es nicht so super spannend war, aber gut, wir haben uns hier halt ein bisschen umgesehen. Kann ja nicht jede Folge Action Remy Demi sein. Morgen 16 Uhr. Bis dahin.